Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Schütti. Ich bin Sabrina und ich war vor einer Woche bei Action einkaufen. Ich denke, einen großen Teil kennt ihr schon, aber ich glaube, ich habe auch zwei, drei Sachen, die neu sind. Bis gleich. Als erstes habe ich mir mal Kleber geholt. Ich wollte ihn mal ausprobieren. Mal schauen, wie der ist. Einmal Form und einmal doppelseitige Klebestreifen. Schauen wir einfach mal. Dann war ich in der Kinderabteilung und habe mir so eine kleine Bilderchen geholt. Kleine Bilderrahmen, Teilbilder. Mit Toolkit und kleinen Steinchen. Und das ist der Bilderrahmen. Ich überlege gerade, ob ich die Steine nehme oder ob ich doch vielleicht AB-Steine nehme. Genau. Könnte man sich so hinstellen. Ja, mal schauen. Davon habe ich mir drei geholt. Es gab einmal das Mädchen. Dann gab es noch mal so ein kleines Mädchen mit dem kleinen Monster nebenbei. Auch hier würde ich wahrscheinlich Abi-Scheine nehmen. Und ein Einhorn. Und bei dem Einhorn würde ich tatsächlich das Ganze mit Strassstein machen, zumindest das Pferd. Genau, also hier alles so mit Stachstein, ist das alles die gleiche Farbe, würde ich alles. Und dann vielleicht hier auch mit Strasssteinchen. Die vielleicht mit Abi. Mal schauen. Auf jeden Fall fand ich es ganz schön, ganz niedlich. Weiß auch nicht, vielleicht kam das Mädchen in mir durch. So, dann packen wir das mal kurz zur Seite. Da wird nicht stört. Dann habe ich mir bei Ideen mit Herz so ein Styroporherzchen gekauft und da wollte ich kleine Schachteln basteln und brauchte aber noch dafür ein paar Blümchen und ich dachte, Rosen sind ganz schön, die sind auch mit Draht. Die kann ich dann gut ranmachen. Was sind die? So eine Art Moosgummistoff. Genau, und ich dachte einfach, ich pick die denn so rein in den ins Styropor, mal das vorher noch an. Und dann mache ich mir, wollte ich eine Farbe haben, wollte es ein bisschen bunt mischen. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, gab noch mehr Farben. War jetzt nicht so teuer. Dann habe ich mir geholt die Glitzerstifte. Ja. Ich habe mir die auch gleich in allen Farben geholt. Aber also ich dachte, was ist die da drauf? Genau. Ich dachte, ich kann so ein paar Akzente setzen. Also bei dem Schwarz sieht man, dass das ein bisschen schwarz ist. Aber bei der Schildkröte dachte ich, dass das so ein bisschen transparent ist. Ist es aber nicht. Also es sind meiner Meinung nach Metallic-Farben. Vorher schütteln, ein bisschen hinten auf die Kappe drücken. Ich habe hier hinten. Den hatte ich noch nicht. Hatte ich den schon? Genau. Mal kurz gucken, noch einen kleinen Schmierzettel habe und dann zeige ich euch das mal kurz. Also wie gesagt, ihr schüttelt den Stift, dann habt ihr hier hinten zum Raufdrücken und dann malt ihr auch, dann pumpt ihr nochmal nach und malt, na, je nachdem. Ihr könnt dünn und dick machen.
Aber die sind, also schimmern tun die schön. Aber ich dachte tatsächlich, dass die ein bisschen transparent sind. Also es sind, für mich sind es Metallic-Stifte. Gut, ob die jetzt bleiben, weiß ich noch nicht. Also die bleiben definitiv, aber ob ich mit denen viel arbeite oder Akzente nur setze, wenn ich was ausmale, meine Stempelchen, muss ich mal schauen. Da muss ich nämlich erst gucken, welche Farbe denn passt. Dann habe ich mir ein paar Blöcke gekauft und habe mir dazu die Farben geholt. Ich fand ein bisschen altrosa, deswegen ist der doppelt weiß, habe ich auch zweimal geholt, dreimal. Und lila und ein bisschen Blauton. Was sind ungefähr drauf auf der Rolle? Zwei Meter. Ja, ich fand es ganz gut, dass die ein bisschen fransig an der Seite sind für die Karten. So, dann habe ich mir noch ein bisschen Glitzer-Washi-Tape geholt und zwar auch im Blaugrün, damit das zu den Schleifenband passt und ein bisschen Lila und ein bisschen Gold und Silber für die Stifte, dass das so alles so ein bisschen passend ist. Ich denke, die meisten kennen die Etiketten schon, die Sticker. Die gab es jetzt bei uns endlich. Ich fand die Bienen so schön und das Lama, die Blümchen. Genau, ich denke, kann man eine gute Karte mitmachen. Ja, das würde auch noch zum Geburtstag gehen oder so. Oder für eine Gartenfeier zum Einladen. Mal schauen. Dann dachte ich mir, ich hole mir mal was für einen Kindergeburtstag. Genau, rosa. Rosa und blau, die Standardfarben. Dann fand ich hier aber den Schmetterling und die Blümchen ganz schön. Mit der Skulptur, mit dem, das weiß ich noch nicht, ob ich das verarbeiten werde. Genau. Aber die Biene hier ausschneiden und dann da rein was stempeln. Fand ich auch ganz hübsch. Die Tiere für den Herbst fand ich schön. Mit den Reh und den Schmetterlingen. Und genau, Waldtiere. Das würde ich ja auch, könnte man auch nochmal aussteigen. Dann hat man so einen kleinen halben Kranz. Das fand ich auch sehr hübsch. Bin mir noch nicht sicher, ob das Motten oder Schmetterlinge sind, aber überall, wo eine Biene drauf ist, ist ganz gut. Ja, fand ich auch sehr hübsch. Nochmal Wassertiere. Ich habe zwar noch keine Idee, aber ich fand es sehr schön. Vielleicht schöne Urlaubsgrüße draus machen. Oder falls einer. Genau, irgendwie so. Keine Ahnung. Und hier fand ich die Rosen ganz schön, weil ich glaube, ich habe den Rosenblock und ich hoffe, dass die passen dazu. Ja. Schauen wir mal. Dann habe ich mir nur zwei Blöcke geholt. Ich hatte einmal so einen Lilanen gefunden. Da dachte ich tatsächlich, hoch, lila, ich weiß nicht. Aber ich habe mir Sternzeichenstempel gekauft. Und ich fand so mit dem Himmel im Hintergrund oder Sterne oder dem Weltraum mit den Wolken, das passt ganz gut. Dann sind das zwar ein bisschen lila-lastig, aber trotzdem noch schöne Geburtstagskarten. Da könnte ich den Himmel auch, weiß nicht, den Schützen oder so nehmen. Auch als Männerkarte. Also lila und blau, das geht, glaube ich, das kann ich gut mischen. Hier auch noch mal. Fand ich ganz schön. Ja. Mal gucken. Das brauche ich eher nicht. Genau. Und dann habe ich noch den gefunden zwischen den ganzen Schmetterlingsblöcken und rosa Blöcken. Und dachte ich, das ist auch ganz gut für eine Männerkarte. Ich hatte neulich ein bisschen Schwierigkeiten bei den Herrenkarten. Hab da nicht recht was gefunden, sondern nur Unipapier gehabt. Und dachte ich, das kann ich auch nehmen.
Weiß aber jetzt nicht, ob der alt oder neu ist, aber bei mir lag er jetzt das erste Mal bei Action drin und dann dachte ich, den nehme ich mit. Ich weiß auch immer nicht, wonach die gehen. Aber ich fand, hier kann man auch ein bisschen Kleinteile rausschneiden, die Rosen oder das Herzchen oder so ein Scharnier an der Box. Oder das auf eine Box raufkleben, dann sieht das aus wie ein Scharnier, Griffe, Knöpfe. Fand ich ganz gut. Ja. Haben wir schon die Hälfte bestimmt. Ja. Genau. Dann habe ich noch zwei Bilder gesehen. Ich habe mir immer gehofft, dass ich diesen Schmetterling finde, diesen hell in Rosé oder hellblau. Den gab es aber bei uns nicht. Dafür habe ich jetzt den Schmetterling gefunden in 60x40. Ich nehme mal ein bisschen raus. Und der hat mit Glitzerstein ist der. Das wäre denn mein erstes Actionbild. Gucken, kriegen wir das so rauf, ja. Mal gucken. Ob ihr den so seht, genau. Und das fand ich ganz schön. Ich dachte mir, bevor ich jetzt gar keinen Schmetterling habe, nehme ich den. So. Hier gibt es noch mal eine kleine Anleitung dazu mit den Farben. Farben und ich habe hier noch mal fünf Strassfarben. Ein Standard-Toolkit ist mit dabei. Und ich habe die runden Steine. Ich würde es ungern jetzt auspacken, weil ich gerade sehe, dass eine Packung auf ist. Aber wir haben hier unten so mit Abi-Überzug so funkelnd gelbe, runde Kreise, Halbperlen. Hier auch noch mal mit geschliffen in Rot. Große blaue Permutperlen und nochmal so eine ovalen geschliffenen transparenten Steine. Ja, so, dann packen wir das wieder weg. Wie auch immer. Dann habe ich mir noch einmal ein Bild geholt und das ist mit Neonstein und zwar Blümchen. Entschuldige, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Auch in 60x40. Auch ein Standard-Toolkit mit dabei. So. Ich packe euch das mal so hin, dann könnt ihr das besser sehen. Ist halt ein schwarzer Hintergrund. Ich denke, dass das auch schwarz sein wird hier. Genau, aber ich fand die Blumen sehr schön bunt. Und warum nicht mal ausprobieren? Genau, was haben wir hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 28. 23 Farben habe ich hier. Und hier habe ich die beiden Neonfarben da drin. Aber es sind schöne bunte Farben. Viel Schwarz dabei, ein bisschen Braun, glaube ich, noch. Und sind das alles schwarz? Hier sind die Neonfarben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Also sechs Packungen schwarz. Dann einmal
ein ganz dunkles Blau. Ach ja, ich freue mich drauf. Auch eine schöne, kräftige Farbe. Gut. So. Das war's auch schon mit meinem kleinen großen Haul. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen Schnickschnack mit dabei, was von Bastian mit dabei. Genau. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und gerne könnt ihr auch mich abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis dahin. Tschüss.